Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Ein Tannenbaum hat Nahrung, er hat keine Blätter. Du grüßt dich nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Du hast orange und gelb im Gesicht. Nichts ja, du hast gar nichts im Gesicht. Ja. So, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. So. Kanal. Wir haben heute den 23.12. Das ist nicht. Halt die Klappe jetzt, ich rede. Wir haben den 23.12. Lasst euch nicht verarschen. Und es ist nicht der 23.12. Ja, ihr habt ja schon im Thumbnail gesehen, wir haben Geschenke bekommen. Machen wir Zeitreisen jetzt oder was? Hier, weil er die ganze Zeit Star Trek guckt. Willkommen auf dem Zeitreisekanal. Also. Wir sind jetzt in die Zukunft gereist. Tanja und ich haben nicht nur einen Adventskalender zusammen gemacht. Sind wir eigentlich schief? Du bist schief. Du singst auch schief. Ich weiß. Sondern wir haben uns auch ein Weihnachtspäckchen geschickt. Allerdings hat sie, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel geschickt habe. Ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall eine Karte. Ich dachte, wir machen das zusammen, weil da auch was draufsteht für David und für Monique. Ja, eigentlich bin ich ja der Experte, aber gut, ich nehme das jetzt auch mal so an. Oh Nikolaus, komm doch auch mal in unser YouTube-Haus. Du kannst genauso wenig singen. Deswegen versuche ich es auch so selten. Ich mache da bald mal ein Video, ein Gesangsvideo, wenn sie unter der Dusche steht. Dann mache ich da mal ein Video davon. Witzig. Ja, nee, witzig ist das nicht. Das ist, grenzt an Körperverletzung. Lest die Karte vor, da. Achso, Hallöchen, meine drei Lieben. Liebenden? Lieben. Hallo, meine drei Lieben. Wir haben für euch drei etwas Kleines eingepackt. Noch ein Kind? Wir wollen kein Kind. Nee, auch keine Katze. Und außerdem Kinder verschickt man nicht per Post. Sondern per Storch. Richtig, per Luftpost, wenn. Wir wünschen euch alles Liebe zur Weihnachtszeit. Jetzt wird's aber... Jetzt kommt Weihnachten, die Zeit zum Schenken, die Zeit, um aneinander zu denken. Er kann auch nicht lesen. Keine Klunker und kein Nerz, aber liebe Grüße mit viel Herz. Frohes Fest. Ich dachte, wer von Tanja? Wer ist denn jetzt frohes Fest? Mein Gott, das ist von Tanja. Jetzt hör auf. Warum unterschreibt sie? Aber die Karte kommt bei mir hinten in meinen Wohnzimmerflur. In meinem Flur. Im Wohnzimmerflur. Wir haben unser Wohnzimmer nämlich im Flur, müsst ihr wissen. Genau. Ja, wir haben jetzt hier ganz viele Pakete liegen. Wir mussten Platz schaffen für ein YouTube-Zimmer. Genau. Deswegen ist unser Wohnzimmer jetzt im Flur. Also, ich glaube, ich fange an, oder? Weil ich habe das meiste. Jo, wir machen so abwechselnd, ne? Also, wir haben hier Mr. Karotte. Eine Tube. Das ist so ein Papier, glaube ich, aus dem Aldi, ne? Das ist die Karotte. Das ist eine Tube. Also, dann schätze ich mal was zum Duschen. Wasser. Wasser kannst du nicht in eine Tube packen. Ach, nicht? Bodylotion. Also Wasser kann man also nicht. Also Bodylotion habe ich ja auch noch gar nicht. Na, Gott sei Dank. CD-Pflegelotion. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Wer ist CD? Willst du mir was sagen? Sanddorn und Urea für trockene und raue Haut. Das kannst du auch mal nehmen. Also ich sag mal, mit einer CD, die tue ich eher so einen CD-Spieler rein, aber schmier ich mir nicht auf die Haut. Das kannst du aber auch mal nehmen. Es wäre ja gar nicht schlecht, wenn du dich auch mal eincremst. Ist doch dein Weihnachtsgeschenk. Ja, aber Männer können sich auch eincremen. Können es auch lassen. Oh, das hier, das ist aber schwer. Steht drauf für David. Ja, für David. Bits und Bytes. Das riecht aber gut. Werkzeug. Nee. Doch, da sind Bits drin. Nee. Doch, da sind Bits drin. So ein Bitsatz ist da drin mit so einem Schraubendreher. Was denn? Ja, weil so was schenke nur ich. Kenn ich ja mehr. Kenn ich. Okay. Kein Schraubendreher. Hier, Experte kriegt Fisch, weil die beiden dann ja weiß, ich mag gerne Eringsfilet und Tomatensoße. Das ist geil. Gut, kein Werkzeug. Habe ich auch genug. Also, Werkzeug. Aber Eringsfilet und Tomatensoße ist doch gut. Ist das Tomatensoße? Ja. Ja, das ist sehr gut. Da freut er sich, ne? Ja. Die esse ich immer gerne mal so abends schön mit Butter auf dem Brot. Ich habe das früher als Kind aber auch gerne gegessen, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ja, da mache ich nochmal auf. So, ich habe jetzt hier von Isana Fühl dich gedrückt Volumenpuder. Von Rossmann
für einen angesagten Look. Ja, das ist doch gut. Tja, vielleicht benutzen das dann auch mal. Ja, aber dann sehe ich ja dann aus wie ein Lama. Dann läufst du nicht immer so rum wie aus den 70er ausgebrochen. So eine Macke oder was? Wieso, wer hat von uns beiden eine Macke? Wer schminkt sich denn so, du oder ich? Ja, ich kann mich wenigstens schminken. Lies mal die Kommentare unter den Videos. Ja. Was ist denn da passiert? Ein Farbtopf? Das hat noch nie einer gesagt. Die Kommentare werden von YouTube wieder gelöscht. Die haben Angst vor mir. Ja. Das ist sehr gut. Das sind Haarkuren von Swiss Opa. Die besten Haarkuren, die es gibt, Leute. Müsst ihr mal ausprobieren. Einmal Ackernöl, einmal Pferdemark. Hast du was zu sagen zum Pferdemark? Es passt zum Gesicht. Ich habe schon Pferdekotzen gesehen. Das ist groß. Das machen wir zuletzt auch. Dann nehmen wir das. Das sind Socken. Das weiß ich. Mach's auf, dann weiß ich. Oder ein Schlüpper. Gebrauchte. Da hatten wir schon mal jemanden, der hatte sowas geschickt. Nee, das kann oh nicht sein. Nein, das ist eine Palette. Ja, das ist aber schöne Socke, ne? So auf zum nächsten Farbabenteuer, würde ich sagen. I love Obsession. I love Make-up. Du liebst eine Session? Born to die. Toll. Geboren, um zu sterben? Ja. Danke. Hab ich noch nicht gehabt von ist sie zugeklebt? Ja, die ist zu. Lass sie doch jetzt zu machen. Nein, das muss man zeigen. Wir haben doch keine Zeit. Doch, wir haben Zeit genug. Nein, wir haben nicht Zeit genug. 20 Minuten, dann ist wieder. Nee. Das wird auch länger gehen. Das ist scheißegal. Die Leute wollen unterhalten werden, wenn wir zusammen sind. Das ist also scheißegal. Aber wenn ich hier mal die Zeit überziehe oder was, dann ist sie direkt der Roller. Ja, scheiß weg. Da war noch ein Pinsel bei. Ja, auch noch. Sehr schön. Ein Smoky Eye Look oder ein natürlicher? Dankeschön. Mach mal einen Schminky-Eye-Look. Socken. Socken. Wir machen jetzt so lange weiter, bis wir Socken finden. Socken. Socken. Oh. Ne, wenn man das mit dem Klebeband vernünftig vorsichtig aufmacht, dann kannst du das Papier wiederverwenden. Wenn man einfach mal die Schnauze hält, dann kann man, ne? So, da hast du Socken. Ja, da hast du Socken. Das ist ein Ultra-Bronzer von Bell Hypoallergenic. Tada. Extra für Allergiker. Ja, stimmt. So, das Ding ist, Tanja macht das sehr geschickt. Nach Kokosnuss. Die packt alles das in. Das riecht gut. Danke. Das Tanja packt alles in Luftpolsterfolie ein. So macht es immer den Eindruck, dass Socken werden. So, hier. Socken. 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 Noch mehr Socken. Ne, wenn da jetzt ein Bronzer drin war, dann habe ich jetzt wahrscheinlich einen Highlighter. Das wäre ja echt ein Highlight jetzt, oder? Oder sind wirklich mal Socken? Das ist guck mal, ich bin gut. Das ist ein Highlighter. Das ist wirklich ein Highlighter. Oh. Arctic Glow Highlighting Powder von Catrice. Oh, Leute, den müssen wir mal. Hier, guck mal da. Gucken eigentlich auch Männer zu? Männer schminken sich auch heutzutage. Ja, da, ich sehe es. Da, der ist voll geschminkt mit Lippenstift und so. Oh. Das ist holographisch. Hier, mach mal dein Gesicht weg. Future has begun. Das ist holographisch. Das finde ich geil. Ja. Die finde ich auch geil. Guck, jetzt hast du ein bisschen holographisch im Gesicht. Hier. Gab es einen Grund zum Duschen? Mentos. Ja. Oder Socken. Nee, das ist ein Lippenstift. Oder Socken. Ein Lippenstift. Es könnten aber auch Socken sein, zum Rausdrehen. Das ist ein Deckel. So, da war nur eine Kappe drin. Also, Shiny's Lipstick von Bell Hypoallergenic. In der Farbe? Altrosa. Ja? Mit, ja, was heißt, ja. Mit Sparkles. Mit Sparkles, oh. Und das ist Sparkles. Was für dich, was du magst. Ja, das ist was für mich, klar. Ne? So, also er mag solche Töne. Schön am nächsten Arbeitstag, dann schöne hier, mit Sparkles. Sag ich. Ja, hallo? Wenn die Leute mich komisch angucken, dann würde ich sagen, braucht er den Kuchen, ist mit Sparkles drin. Genau. Deswegen nicht mit Spargels, sondern mit Sparkles. Deswegen sieht das so komisch aus. So, hier. Jetzt aber eine Rolle Mentos. Ja, könnte von der Größe her sogar passen. Ja, das sind Mentos. Aber ich glaube, das ist eine XXL-Lippenstift. Das ist eine Wimperntusche, die ich schon habe, glaube ich. Das die Farbe, ja. Oh, die Double Trouble Mascara. Ja. Ultra Black, die habe ich jetzt, glaube ich, das dritte Mal. Aber drum steht ja auch Double drauf. Macht ja auch nix.
nichts, ne? Wir können ja auch weitergeben, wenn wir doppelt warum, haben. Warum liegt da Schokolade? Das ist aus meinem Adventskalender noch. Aha. Also, ein dicker, hier. Fetter Baum. Was wird da wohl drin sein? Schokolade, nee. Socken. Hör doch mal auf zu spinnen. Was? Sag doch mal was Vernünftiges. Sing doch mal ein Lied. Ja, dann sag ich was Vernünftiges. Sing doch mal ein Lied. O Tannebaum hatten wir schon. Ja, O Tannebaum. Oh, ein Brush-Set. 5-in-1 Beauty Star Multifunktional Make-up Brush. Nee, ach, das ist, ey. Ja. 5-in-1 Multifunktional Make-up Pinsel? Für ja, Gesicht, Lippen und Eis? Ja, für Eis. Okay. Ne, Vanilleeis, Schokoeis, ganz verstehe egal. Kannst du schön Eis nehmen und dann so. Dann brauchst du halt nicht mit einem Löffel. Ach, jetzt verstehe ich es. Hier oben ist ein Pinsel. Ja. Oh, jetzt hat es. Und unten sind Pinsel drin. Ja, also. Oh, das ist ja mal ein Gag. Ja. Das ist auf jeden Fall optimal, wenn man wegfährt. Unterwegs ist. Ja. So, meine lieben Freunde. Was mag hier wohl drin was sein? Was ist denn mit deinem? Willst du ich, nie weiterpacken? Ich kann mit euch sagen, da sind... Socken. Nein, da sind Strümpfe drin. Nee, das ist eine Eieruhr. Oder eine Kerze. Oder Krisseltasche. Oder eine Kerze in Form einer Eieruhr. Nee, ich glaube, das ist eine Badebombe. Bumm. Mit einem Frosch. Nee, das ist ein Chamäleon. Oh, Isana Badekugel Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel. Ja, warum oh, wie macht man das eigentlich? Warum? Löst sie sich eigentlich auch mal irgendwann auf? Ja, irgendwann. Im Wasser. Ins Wasser gleiten lassen. Ja, nicht reinwerfen, die sondern. Die Kugel löst sich sprudelnd im Wasser auf. Genießen und baden sie 10 bis 20 Minuten. Das werde ich machen, das riecht aber süß. Mhm. Oder willst du das Rosane haben? Ich nehme die schwarze. So, hier. Schon wieder ich? Der Experte will nichts mehr aufmachen. Strümpfe, ich habe doch nur noch eins. Ich krieg ja nichts. Krieg ich von dir überhaupt was? Das ist lustig. Das ist lustig. Ich habe Tanja das nämlich im Adventskalender getan, genau das gleiche Teil. Hat sie aufgemacht, hat sie mir, was soll ich mit dem Scheiß? Und hat sie dann zurückgeschickt. Nee, ich hatte keine Verpackung mehr drum. Ich weiß nicht, reingepasst hat in den Adventskalender. Ich finde es aber gut, weil den Pinsel wollte ich nämlich mal ausprobieren. Und SpongeBobs kannst du immer gebrauchen. Danke. Socken und Strümpfe. 2-in-1. Das ist aber schwer. Ja, das sind dicke Socken. Ah, hier ist Gekrisselpapier. Hör auf. Ich habe das andere Gekrisselpapier weg. Oh, Parfüm. Oh, Parfüm. Firenze. Nee. Das ist ja Direktor von Hogwarts. Figenzi, Velvet Beauty ohne Parfum. Ich ach, ohne Parfum? Ich weiß nicht. Ja, hast du doch gerade gesagt. Meins ist? Ja, aber ich kann ja wieder riechen. Konnte ich im letzten Video schon wieder riechen? Ja. Oder? Ja. Sehr, blumig, oder? Sehr, dezent. Ja, aber frisch. Dezent, also, aber frisch. Also nicht irgendwie so schwer. Frischen, mit einer frischen... Ja, aber was ist das für eine... Das ist kein Rosenduft. Ich weiß das nicht. Ist nee, eine... Rose mag ich auch nicht. Rose stinkt immer nach alter Oma. Entschuldigung. Vicky Chanel Nummer 5 stinkt nach toter Oma. Also das riecht... Gefällt mir gut, ja. Doch. Aber ich kann nicht sagen. Es riecht nach irgendeiner schönen, frischen Blume. Und ohne Parfum hält ja auch länger wie ohne Toilette. Ohne Toilette halte ich sowieso nicht lange. Aber egal. So, hier. Ein Socken. Nee, das ist ein doch. Duschgel. Socken. Es ist Duschgel. Socken in der Tube. Ich glaub's nicht. Oder Reihe in der Tube. Oder aus der Tube. Vielleicht so eine XXL-Packung. Shampoo. Von L'Oreal El Vital Full Resist Shampoo. So sieht's ohne Geschenkpapier aus. Power Booster Shampoo pflegt Komfort und kräftigt Haarlängen. Das ist gut. 100% recyceltes Plastik ist noch besser. Ja, wir nehmen ja hier nachhaltig, wisst ihr ja. Ne? Hör doch auf immer, Mensch. Ja, du doch hier, ich komme nach Hause. Was hast du da gehabt? Du kommst mal nach Hause? Ja, ich bin nach Hause. Kommst du sonst nie nach Hause? Du packst eine Tasche aus mit irgendwas aus Holz, weil wir leben ja nachhaltig hier. Heilige Nacht, stille Nacht, nee.
Kommst du jetzt von der Waldorfschule oder was machst du da? Habt ihr heute Klatschen gehabt? Ja. Habt ihr Klatschunterricht gehabt? Ja. Hast du aber nicht gut aufgepasst? Nein. Ja, ich will nur deinen Blablabla nicht hören. Interessiert ja keinen. Socken. Zeig dir gleich mal Socken. Hey, das ist die passende Spülung dabei. Tanja ist nämlich clever. Die denkt nämlich mit. Denkt mit. Sonst denkst du nicht mehr mit. Oh. Ja, ich habe doch gesagt, mach den Kleber auf. Dann kann man das Papier noch wiederverwenden. Man muss nämlich immer die passende Spülung dabei haben. Genau. Danke. Bitte. Sehr gut. Ja. Sehr gute hier. Sachen. Bis jetzt. Socken oder Mentos? Vibrator. Was willst du denn mit so einem kleinen Ding? Gucke in Turnhalle oder was? Ja. Seit wann? Ich sag nicht schon immer. Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben hier was. Ja. Wir haben nämlich hier. Wir haben hier Papier. Was Glitzerndes von La Ahei. Gloss Me. Ein Shiny Lip Gloss. Der ist schön. Der ist sparkelig. Oder sparkel mich. Socken. Das könnten sogar Socken sein. Oder eine Palette. Ach du je. Hast du denn auch was Vernünftiges geschickt eigentlich? Ja. Weil das ist ja jetzt hier schon ein bisschen Luxus. Hab ich. Luxus, was hier kommt. Was, was geht die Figürchen aus dem Überraschungsort? Ja, und, zwei. Leere Sample Beauty, the im, ja, was heißt das? The Immensity Palette. Immensity, ja, das ist halt Immensity. Was heißt denn das? Google es. Du bist doch der Experte. Das heißt Google es. Oh. Das ist aber hier Knaller. Ne? Auf zum nächsten 70er oder 80er Look. Ich mag das ja so bunt. Deswegen habe ich ja heute auch orange und gelb auf dem nächste Auge. Video mit Schminken wird wieder ein Farbtopf. Es ist halt bei uns beiden nicht einfach, denjenigen eine Palette zu schenken, die er noch nicht hat. Weil Tanja hat ja auch so eine große Sammlung. Aber ich hoffe, ich habe da auch Glück. Das war ein Irrglaube. Socken! Mein Gott, David, bleib doch mal ein bisschen realistisch, Mensch. Du machst nicht mehr mit beim nächsten Mal. Auch wenn da für David draufsteht. Ich habe extra auf dich gewartet. Ah, den habe ich nämlich auch hier in meiner Backup-Box und den wollte ich nämlich verschenken. Und jetzt habe ich ihn selber. Badestellen Rainbow mit Regenbogeneffekt. Das ist doch geil, oder? Kommt dann Regenbogen aus der Badewanne, oder? Genau, weil das ist ja. Nämlich so. Okay. Reinigt sanft und duftet herrlich fruchtig nach Vanille und Orange. Der Badestern löst sich im Wasser in einer tollen Regenbogenoptik auf. Ideal für eine spaßige Auszeit. Ich werde mir das anschauen, wie du das Ding in die Badewanne haust und dann da drin sitzt. Stille Nacht. Heilige Nacht. Wie viel Spaß hast du dabei? Oh, guck mal. Spaß. Du bist so ätzend. Wenn du nochmal so viel Kleinscheiß hier schickst. Ich bin enttäuscht, dass hier. Das ist ein Megapack, ein 10er-Pack. Wir machen erst das auf. Da war noch ein kleines. Socken. Eine Maske. Oh, die habe ich noch nicht. Let's Glam Pre-Party Prep. Das ist Selfie-Maske. Eine Selfie-Maske. Stimmt, das ist von Action. Dann für ein Selfie zu machen, dann könnt ihr das nämlich sehen. Mhm. Oder die Maske macht ein Selfie. Ich mache immer eine Maskenwoche. Hier, jetzt aber. 10er-Pack Socken. Cheers. Was zum Saufen. Champagner zum Auflösen? Mhm. Champagnerpulver. Krisselpapier. Ich hab so. Party! Party! Komm, ich mach so. Wir haben kein Silvesterpapier. Lass mich auspacken. Was hat das mit Silvester zu tun? Da ist nur Krisselpapier drin. Für mich ist das. Das ist ein Glas. Mit abgebrochenem Stiel. Ja, du musst schon das. Ja, guck mal, du darfst mit dem Papier hier rumsauen, ne? Ich nicht. Gib mal her, die Schachtel. Ich bin sofort mit auf der Arbeit. Lone and Lauter and lots of wine. Was heißt das? Love. Liebe. Liebe und Lache? Nee, Liebe und
keine Ahnung. Auf jeden Fall ein schönes Weinglas mit so einem goldenen, oder Sekt kannst du auch draus trinken, wir trinken ja nicht so Wein. Ja. Aber wir kommen wir trinken nur Sekt und Champagner. Gleich wieder. Hallo. Ist das das Letzte? Socken. Das ist das Letzte für mich. Das fühlt sich an wie ein Bild. Das fühlt sich an wie Socken. Oder Strümpfe. Nein. Ich habe eine Ahnung. Eine Megapalette. Oh. Ja, ich wollte sie mir erst kaufen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Eine Pinselpalette. Ja, die Essence Mary Sweet Wishes. Gut, dass ich mir die gekauft habe. Ich wollte sie mir erst kaufen. Ich kann ja auch. Aber als ich es gesehen habe, als ich es runtergesetzt habe, fehlten da zwei Pinsel. Deswegen habe ich gedacht, nö, kurz mir mal die Füße küssen. Ich warte, bis Tanja sie mir schickt. Ich warte, bis Tanja mir das schickt. Also. Guckt euch das schön, mal. Schön, ne? Pinsel, jetzt können wir endlich wieder renovieren. Ja, nein. Wenn auch nur dein Gesicht. Schön, danke. Das hat dringend... Danke. Also ich freue mich wie Bolle über die Sachen. Alles tolle Sachen. Eins haben wir halt, was ich schon hatte, aber das ist, macht den keinen Abbruch. Das ist für mich... Ich hatte ja nur 20 wie gewisse andere Leute. Da kann ich ja nichts für. Aber ich freue mich, dass ich überhaupt was kriege. Das ist ja... Geil. Das Hast du mit Entchen? Sauber. Das Problem ist, ich habe jetzt nichts für den Stefan reingepackt. Toll, danke. Total geil. Hier, Mettwurst. Mettwurst. Warte mal, will ich mal ganz kurz gucken. Metten, geräuchert. Geil. Den können wir das sofort ausprobieren beim für unseren Grünkohl. Morgen. Gibt es morgen Grünkohl? Mhm, Heiligabend. Ach so, ja. Ja, dann wäre das optimal dafür. Kannst du alle reinhauen. Ja. Ja, geil. Was ist das? Hier ist so ein Moped drin, ein Hot Wheels Moped. Das ist bestimmt vom Stefan gewesen. Die Idee. Ich fahre jetzt weg. Wiedersehen. Ja, aber das ist ja blöd, ne? Jetzt habe ich ja für den Stefan gar nichts reingetan. Ja, schick's halt noch was nach. Da wir ja Zeit reisen können, wie wir gerade festgestellt haben. Hätte ich das vorher gewusst. Aber. Wie gut, dankeschön. Stell ich bei meinem Hot Wheels. Stell ich bei meinem Computer hin. Aber das muss man eingepackt lassen. So, Monique? Ja. Du hast ja auch noch was. Ja. Ja, Mettwurst, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Schick dir Mettwurst. Geil. Ja, passt. Komm schön in den Grünkohl. Morgen gibt es Grünkohl. Guck mal, für Monique. Ja, komm her. Reiß komm mal auf. In unsere Mitte. Komm hier hinter. Geht das? Nein, Monique bleibt jetzt erstmal da. Bleib mal da. Reiß einfach auf, ich stehe hier. Nee, komm mal her. So, halt, ich halte fest und du reißt auf. Ihr seht jetzt nicht, was da abgeht. So, ja. Ihr seht jetzt hier. Oh, langsam. Was ist da drin? Was ist das? Socken. Nein. Doch, ein Socken. T-Shirt? Nee. Ich glaube, das ist ein Schlafanzug, oder? Kannst du einmal, ich zeig's mal in die Kamera. Genau. Pack mal aus. Oh. Oh. Und? Oh. Lollis. Pack ab. Lollis. Aber da, sie läuft schon wieder. So. Ach, so was da. Das kenne ich doch. Lilo und Stitch. Hier. Stitch ist das. Stitch. Ah, ein Schlafanzug. So, das ist der Oberteil. Sehr schön. Ach, das dürfte auch passen, ne? Ja. Wir haben uns ja vorher abgesprochen, welche Größe. Also, ja, das passt. Und Hose dabei. Ja, aber das ziehst du erst im Winter, im Sommer an. Ja. Sonst ist es zu kalt. Was hast du noch? Komm, zeig mal. Toll. Ich habe hier noch Lollis. Hier ist so eine Weihnachtstüte. Also Lollis und Schokolade. Ja, wunderbar. Hier. Zeig mal die Lollis-Tüte. Ah, das ist hier von, wie heißt die? Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol. Ach, da ist so ein Lutscher drin, ne? Ja. Den macht man hier so. Und dann tut man den Lolli da rein. Und dann macht man den wieder zu. Ja, dann wird er nicht so flusig. Man soll den Lolli ja auf einmal essen. Ja, aber so kann man den in zwei Wochen weiter lutschen, wenn man jetzt keinen Bock hat. Sachen gibt's. Ah, willst du dann ja was sagen? Danke. Herrschaftszeit, sagt sie Mentor. Dankeschön, Tanja. Wartest du auf Antwort jetzt, oder? Ja, ich warte auf ihre Antwort. Gut. Tanja, ich warte auf deine Antwort. Die schickt sie mir dann per WhatsApp. Wunderbar. Also,
Was ist denn dein Fazit von diesem Weihnachtspaket? Nicht reinsprechen. Ist das ein Mikrofon? Hallo, hör auf. Mein Fazit zu diesem Weihnachtspaket ist total gelungen, Tanja. Also gut, ich freue mich über die Mettwurst und das Hot Wheel und hier das... Ja, was hat es denn noch? Was war denn das jetzt noch? Bin ich jetzt? Du hast mir alles wieder weggenommen. Hebst du es jetzt auf? Nein, jetzt nehme ich das, das sehen wir später. Fisch! Ach, den Tomatenfisch, genau. Das ist ja nur was zum Essen, nur das, was zum Essen für genau, den. Genau, richtig, Beingeschmack drauf. Vor allem die Mettwurst ist geil. Hier in Bayern gibt es nämlich keine Mettwurst. Oder keine doch, vernünftige. Aber, ja, keine vernünftige. Das, was die hier Mettwurst nennen, das ist das, was wir im Sauerland an die Hunde verfüttert haben. Und das haben die auch noch widerwillig gefressen. Aber gut, der Hunger treibt es dann rein. So, dann, was hast du so zu sagen? Ja, also ich freue mich, hör auf jetzt damit. Ich freue mich, hör auf, ich stecke dir das gleich in sämtliche Löcher. Also ich freue mich sehr über das Paket, Dankeschön. Ja, wie gesagt, wir haben ja nur eine Sache hier, was ich schon hatte. Und ich freue mich sehr darüber. Hör auf, Mensch, sonst knall ich dir eine. Dann hört dich doch sonst nicht. Ach, hör auf zu spinnen. Dankeschön, Tanja. Und beim nächsten Paket kommt auch was für... dein Göttergatten mit. Götterspeise kenne ich. Göttergatter? Aber der hat ja immer schon so viel von Marvel, da wusste ich nicht was. Mann, hör auf jetzt. Auf jeden Fall freue ich mich über die Paletten, ne? Und alles andere. Ja. Das riecht immer noch gut. Ja. So, Dankeschön. Wir wünschen, was wünschen wir denn? Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Fette Beute. Viel Spaß beim Auspacken. Ihr müsst dann immer, der Papier, guck mal hier, was sie macht, ja. Ihr müsst da eher ihr müsst da vorsichtig am Kleber aufmachen, wenn zugeklebt am besten noch bügeln. Schleife und genau, und dann kann man das auspacken, kann vor nicht zerreißen, dann kann man das von der Rückseite, aber nicht von der farbigen Seite, von der Rückseite ein bisschen bügeln und dann kann man das nächstes Jahr wieder zurückschenken zum Beispiel. Kann man wieder was drin einpacken. Kann man auch lassen. Hier, auch sowas hier, das kann man für so, zum Verpacken. Wünschst du auch noch frohe Weihnachten das, oder was? Das werde ich jetzt entknoten. Wünschst du noch frohe Weihnachten? Wem? Den Zuschauern. Danke schon. Allen einzeln. Frohe Weihnachten, dir auch. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohes Fest. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten. Ich wünsche frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten auch dir. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten wünsche ich. Frohe Weihnachten.